Die Frist für EU-Bürger und Bürgerinnen, die in Großbritannien leben, nach dem Brexit ein Bleiberecht zu beantragen, läuft am Mittwoch aus. Bis Ende Mai hatten sich mehr als 5,6 Millionen Bürger aus der EU auf das Settlement-Programm beworben. Knapp 5,3 Millionen Anträge wurden angenommen. Zahlreiche Menschen warten unterdessen immer noch auf eine Antwort. Es gibt ungefähr 400.000 Anträge, die noch nicht bearbeitet wurden. Manche Menschen warten schon seit einem Jahr. Es sind wahrscheinlich die komplizierteren Anträge, die erst überprüft werden müssen. Den Antragstellern wurde gesagt, sie sollen sich keine Sorgen machen, wenn sie sich rechtzeitig beworben haben, könnten sie bleiben. Aber was ist mit denen, die sich noch nicht beworben haben? Selbst Experten wissen nicht genau, wie viele EU-Bürger sich aus irgendwelchen Gründen noch nicht beworben haben. Hunderttausende haben nach Schätzung von Experten noch keinen Antrag gestellt und könnten nun ausgewiesen werden. Die britische Regierung kündigte an, bei berechtigten Gründen, etwa bei schwerer Erkrankung, sollen auch nach dem 30. Juni Anträge möglich sein.